Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch einen ganz schnellen Look mit einem Bronzer. Einem Bronzer und ein bisschen Highlighter und einem cremigen Rouge. Das cremige Rouge wird für die Wangen eingesetzt und für den Mund, also für die Lippen. Und der Bronzer kommt zum Einsatz logischerweise also als Bronzer, also wie ein Rouge, also um uns frische, von der Sonne geküsste Frische ins Gesicht zu zaubern. Und gleichzeitig trage ich den Bronzer auch auf den Augenlidern auf, mit ein bisschen Highlighter. Also es sind Produkte, das ist einmal Too Faced, dieser Warm Bronzer und mein geliebter Bobbi Brown Bronzepowder, der schon, naja, schon ziemlich also runter ist. Das geliebte Pot Rouge, das habe ich euch auch schon oft vorgestellt. Einige Ladies haben sich das ja auch gekauft. Gibt es in verschiedenen Farben. Das ist die Farbe Telluride. Und wie gesagt, for Lips and Cheeks. Dann Nuxe Butter Gloss. Und ich habe eine Mischung gemacht aus einer Foundation, diese Max Factor und Dr. Hauschka Gesichtsmilch. Eine belebende, stimulierende Gesichtsmilch. Damit habe ich das so ein bisschen gemischt. Also, wenn ihr Lust habt auf ein Tutorial, dann bleibt dran. Also Ziel ist es heute, einen frischen, schnellen Look auf das Gesicht zu zaubern. Also einen frischen, wie von der Sonne geküsst Look, ohne großes Brimborium. Ich habe auch keinen Lidschatten. Ich möchte das alles nur mit ein bisschen Foundation und einem Bronzer und einem Lipgloss und ein bisschen cremigen Rouge. Und das kriegen wir hin. Also ich habe mein Gesicht logischerweise vorbereitet. Und dennoch, ich möchte wieder mal die benutzen. Die kennt ihr auch aus meinem Portfolio. Diese Max Factor. Die trage ich mir jetzt mal hier auf meinen Handrücken. In Golden Beige. Und mische die ein wenig. Die hatte ich schon, die habe ich schon vorher drauf. Also als Basis aufgegeben. Das ist Dr. Hauschka, so ein revitalisierendes Fluid mit Rose und eine Day Cream, also eine belebende, aktivierende, tolle Creme. Das mische ich jetzt miteinander. Ich gebe das also auch auf den Handrücken auf, nehme meinen kleinen Foundation Pinsel und mische das auf der Haut. Ihr wisst ja, ich bin Minimalist, ich trage das nicht so dick auf. Nun habe ich jetzt auch nicht so Hautprobleme. Also wenn wer natürlich viel abdecken muss, ne, und so unebene Haut hat und Pickelchen, der muss natürlich das ein bisschen dicker auftragen. Aber die Frauen, die jetzt keine Hautprobleme haben, die müssen die Foundation wirklich nicht so dick auf das Gesicht geben. So, noch ein bisschen dazu. Hier habe ich ein paar Rötungen. Weil die Haut muss ja irgendwie noch atmen, die müssen wir uns ja nicht so zuschmieren. Das ist auch ein doofes Wort, ne? Also zu viel auftragen einfach. So. Also ich liebe diese Art Pinsel. Ich finde die nicht nur hygienischer als so ein Beauty Blender. Ich mag die wirklich gerne von Seeva. Also Seeva macht wirklich fantastische Pinsel, muss ich echt sagen. So. Das ist von der Brille. Ich möchte jetzt, man kann natürlich jetzt das Ganze setten und kann ein Puder aufgeben. Aber ich finde den Puder für mich, für meine Bedürfnisse ist nicht geeignet. Ich trage jetzt keinen Puder auf. Aber dennoch ist ja die Haut jetzt so ein bisschen, die glänzt ja so ein bisschen. Ne? Und ich habe jetzt zum Beispiel nicht die Zeit zu warten, eine halbe Stunde, bis das so ein bisschen weg ist und etwas mattierter die Haut. Also nehme ich, die sind jetzt hier von Nuxe. Das sind solche Blotting, solche Oil-Free Tücher und Green Tea. Die gebe ich jetzt einfach mal so auf. Und siehe da. Seht ihr, das ist unfassbar. Was da
runterkommt. Die sind doch sehr schön für zwischendurch. Das ist eine super Erfindung. So, jetzt ist das Gesicht mattiert. Ich habe schon als Primer habe ich jetzt schon diesen Longwear Cream Eyeshadow in der Farbe Shore. Den habe ich jetzt schon aufgetragen mit einem einfachen Synthetikerpinsel. So, jetzt nehme ich einen breiten Pinsel, einen Bronzerpinsel, gehe in meinen geliebten Bobbi Brown Brightening Brick Bronze Powder, 6 verschiedene irisierende Braun-Goldtöne. Ich bin schon hier am Grund angelangt, ne? So. Und gebe das wie so eine 3 auf meinem Gesicht auf. Wir wollen ja erreichen diese Frische, ne? Also einfach so den Bronzer, die 3. Ja? So, der hat jetzt hier so ein bisschen, komischerweise diese Pinsel, egal wie hochwertig sie sind, die haaren. Ab und zu haaren sie eben. Jetzt bleibe ich dabei, nehme einen, auch von Soeva, das ist ein lockerer, leichter, gestopfter, nicht so fest gestopfter, gebundener Pinsel, ein Verblenderpinsel, und gehe hier so rein und trage mir das auf die Lider auf. Von Too Faced diesen Highlighter. Ich sehe das immer nicht, ob das klargestellt ist. Ich denke schon. Das ist Warm Bronze. Das ist, sind so zwei verschiedene. Das ist so ein Vanilleton und so ein ganz heller, goldiger Ton. Und jetzt nehme ich einfach einen. Ich gehe jetzt in diesen hellen Ton und gebe mir hier als Highlighter das unter die Augenbraue. Etwas hier, den höchsten Punkt des Gesichtes. Hier. Augenbrauen shapen, das ist dieser Natural Brow Shaper. Brow Shape. Shape your brows von Bobbi. Macht es sehr schön in einem Rutsch. Ich glaube, jetzt hat die Kamera gesponnen. Die hat jetzt gar nicht. Ich habe jetzt von diesem, ja, von diesem Rouge habe ich ein bisschen auf die Wangen gegeben. Ja. Gleichzeitig benutze ich das Rouge für die Lippen. Das ist ja ein Pot Rouge für Lips and Cheeks. Kann jetzt so bleiben. Ich habe mir in den inneren Augenwinkel, da hat die Kamera die einfach ausgemacht, diesen Natural Glaze gegeben, diesen, um das Innere aufzuhellen auf der inneren unteren Wasserlinie. Und nun nehme ich nochmal diesen Highlighter und mache mir ein wenig von dem Highlighter nochmal hier ins Innere. Dann den Buttergloss Biscuit Cookies. So, ihr Lieben, fertig ist ein natürlicher, wie von der Sonne gebräunter Teint-Look. Also nur mit, im Prinzip habe ich mir jetzt die Farbe mit dem Bronzer aufgegeben. Auf die Wangen,
auf die Augenlider mit ein bisschen Highlighter. Ganz wichtig ist so ein Pinsel, wenn ihr nur so ein bisschen von dem Bronzer, der muss, ein Bronzer, der ist ja so ein bisschen glänzend. Es gibt ja auch matte Bronzer. Also ich finde, es ist eine sehr schöne Alternative, wenn man jetzt keine Lust hat auf einen Lidschatten oder keinen Lidschatten mit dabei hat, wenn man auf Reisen ist, einfach ein bisschen von dem Bronzer auf die Augenlider zu geben. Macht einen schönen Look. So ihr Lieben, ich schreibe die Produkte wie immer in die Infobox. Vielleicht habt ihr ja Spaß dran an so einem sonnengeküsst Nude-Look mit wenigen Produkten. Eure Wahl, das muss jetzt nicht Bobbi Brown sein, das können eure Produkte sein. Ich bin sicher, ihr habt alle irgendwie einen Highlighter und einen Bronzer und eine Lipgloss in eurer Schminkbox oder in euren Schminkutensilien. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao!